Lieben, ich bin's wieder, euer Dennis am Start und begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Urlaub. Nee, Quatsch. Jetzt macht er das. Na komm. Ihr habt es gerade gesehen, da ist draußen eine Putzfrau, die bzw. gerade im Zimmer da zugange ist. Ich konnte eben nicht so laut sein. Ich würde sagen, wie gesagt, herzlich willkommen mal zu einem Kurzurlaubsvideo hier von der Hotel Superbude in Hamburg, Freunde. Das Hotel kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist richtig geil. Ist auch vor allem etwas anderes. Ja, ihr habt es gesehen, die Schlüsselkarte, die lässt mich manchmal nicht hier rein, die Sau. Und ja, ich zeige euch mal ganz kurz die Anlage hier, beziehungsweise das schöne Hotelzimmer, was ich hier fürs Wochenende mal gebucht habe. Da muss ich auch was gönnen. Hier habt ihr schon mal die Anlage hier, so nicht wundern, hier ist so ein bisschen Stoff noch, ne, Liquid und sowas. Also, es ist richtig geil gemacht. Ihr seht das Regal als Waveboard. Wände hier fast so wie containermäßig. Einfach mal so, also so ein Pauli-Style, ne? Ja, gehen wir mal weiter rüber. Das ist eine schöne Panorama-Aussicht nach unten. Da unten ist sogar noch eine Dachterrasse. Dann haben wir unten noch eine Turnhalle und so. Aber das zeige ich euch gleich alles, Freunde. Wenn wir unten sind, erstmal zeige ich euch jetzt mal das Zimmerchen. Ja, hier läuft gerade irgendwie so komischer Scheiß. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt eine Playstation hier auch. Aber gut. Hier, da seht ihr das Bett. Also Lampe zum Mitnehmen ist auf jeden Fall mit drin. Das ist bestimmt unnötig, aber ich bin gerade bis selbst aufgestanden. Na, also ist auf jeden Fall schon eine echte noble Hütte. Und jetzt kommt der Highlight, Freunde. Jetzt zeige ich euch mal das Bad. Also wer auf Wärmebeleuchtung steht, beziehungsweise Fortbeleuchtung, bitteschön, da ist das Licht. Mache ich mal aus. Das ist ein Rotlicht. Na, hier die kleine Duschkabine. Aber hier zu vögeln würde ich nicht empfehlen in der Duschkabine. Das würde ich lassen, ja. Hier das Bad und sowas alles waschbecken. Also sind wir richtig lustig. Und ja, ihr seht mich jetzt selber, ich weiß. Hier, Darling, du siehst super aus. Na? So, mein Handtuch kann die Welt retten, ja. Alles super. Auf dem Boden. Nee, Quatsch, am Haken, alles super. Auf dem Boden. Bitte wechseln. Ist richtig geil, ist auch richtig sauber. Also, wenn man sich so einige Hotelanlagen mal anguckt, kann man echt empfehlen. Ja, Scheißhaushalt, ne? Jemand einen Fisch im Arsch. So, ja, was wäre es eigentlich hier vom Zimmerchen aus? Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann unten wieder gleich. Dann zeige ich euch mal den Hof und sowas. Und dann neben dem Außenbereich von der Hotelanlage. Aber ich muss noch um 12 auschecken. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, und das ist die Anlage, die von außen aussieht. Da steht es auch zu den Bogen. Und jetzt fahren wir mal vom Fahrstuhl. Wir möchten nach unten. Super aus. Ü love you. Vinyl ist immer. Für immer. Ü dich. Ü. Also Ü. Oder hier ist auch geil, Freunde. Kleine Mausefalle. Ah, meine blöde Fratze. So, und jetzt erstmal nach unten. Also, wir sehen uns gleich draußen, Freunde. So, Freunde, ihr seht jetzt. Das ist der Außenbereich von außen. Geil gemacht. Da drin ist die Rezeption, alles Mögliche. Da kannst du dich hinsetzen, ja, und frühstücken morgens, ist auch mit drin. Da hinten ist ein Backenautomat, da ist ein Kino, hier ist zum Beispiel eine Turnhalle hier drin. Ist auf jeden Fall was Edles. Und wir sehen uns gleich wieder draußen vor der Tür.
So, ihr seht schon, das ist die Außenanlage hier. Wenn ihr hier rein wollt, müsst ihr quasi. Dann müsst ihr einfach nur den Gang hier runter gehen und dann müsst ihr links rein zur Rezeption. Ich würde ja, ich müsst euch nicht wundern. Ich habe keinen Bock mehr, die Leute irgendwie drauf zu haben, nachher wegen Urheberrecht und sowas. Ne? Deswegen, da mache ich ab und zu mal ganz kurze Cuts. Ich würde mal sagen, euch hat die kleine Urlaubstour hier gefallen von der Hotelanlage. Super gut. Wie gesagt, ich kann es ja empfehlen. Ihr könnt euch hier auch Fahrräder mieten und sowas. Ja, wenn ihr eine Weile habt, habt ihr sogar eine Turnhalle, Tischtennis spielen und so ein Scheiß. Ich würde mal sagen, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Tja, also vielen Dank wieder an Stelle. Haut rein. Ciao, euer Dennis. So, Freunde, nur mein absoluter Bestseller jetzt zum Schluss, zum Ende des Videos. Ja, mein allergrößter Erzfeind. Oh, ich hasse es. Lass mich rein, du Stecher. Doch, ich hasse dich. Ich hasse dich. Alter, lass mich rein. Wieso nicht? Freunde, ihr seht's, mein absoluter Erzfeind hier, die Tür. Ich kriege das nie nach dem ersten Mal auf. So ein Scheiß, aber gut, man kommt da trotzdem rein. Ja, die Sonne geht jetzt auch schon mittlerweile auf. Also kriegen wir heute einen letzten herrlichen Tag 2018, würde ich mal vorletzten. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt raus und ja, wir sehen uns dann demnächst wieder, wenn ich wieder mit euch am Zocken bin. Also haut rein, bis dann. Euch hat das Video hoffentlich gefallen. Denkt dran, wenn ihr hier nach Hamburg kommt, super Bude. Die Anlage ist zu empfehlen und richtig geil. Also, bis dann. Haut rein. Ciao, euer Dennis.